Hier stehen die beiden verrückt mit ihren Baseballkeulen. Wir sind oben auf dem Krankenhaus. Also ich sehe hier keine Polizeiwache. Ja, da hinten ist auf jeden Fall eine Tankstelle. Da könnte man eventuell Schraubenschlüssel kriegen. Bei dem Emergency-Dingsbums? Ich glaube, ich hab sie. Komm mal zu mir. Ja, ich bin bei dir. Entweder. Ja. Ist es das Gebäude da vor uns? Wo der Bus steht? In ihrem Bus. Nee, das andere. Links daneben. Ah, okay. Wo die Bushaltestelle ist? Ich habe keine Ahnung. Aber meistens sondern dann auf dem Dach irgendwie. Ich habe auch leider kein... Entschuldigung, ich habe leider kein Fernglas oder so. Mhm. Was ich benutzen könnte. Ja, oder da rechts davon, genau. Da könnte Feuerwehr sein. Dann ist da links daneben die Polizei. Da ist die Feuerwehr. Das sind nämlich große Einfahrtstore da unten. Wo bist du denn? Wie siehst du denn da? Hier, das da. Da drüben. Gegenüber. Das mit dem komischen... Das könnte sein. Aber egal, wir sind jetzt erstmal im Krankenhaus. Genau. Wir wollen eben hinnehmen, weil... Oh Leute, ist das spannend. Hoffentlich kommen wir... Guck mal, da hinten ist Schnee. Jo. Auf dem Berges. Da können wir auch noch hin. Ach, so, was passiert hier, wenn ich hier... Hier kann ich öffnen. Und hier... Gehen Sie mal aus dem Weg. Und da hinten kann man auch öffnen. Die Frage, wo gehen wir jetzt rein? Gehen wir hier rein? Ich höre hier was. Weil das ist die Haupttreppe hier, ne? Mhm. Was ist denn hier oben? Kann man da oben raus? Man kann leider keine... Kann man nicht. Komm, wir gehen hier runter. Okay, wir gehen hier lang. Licht an. Okay. Mahlzeit! So. Oh, Frau Oberschwester. Frau Doktor. Frau Doktor. Oh. Ja, die kommt jetzt. Die hilft dir. Wir durchsuchen mal alles, was es hier gibt. Pass alles auf, der Pfleger. Aua. Ich hab jetzt wohl die Wand gehauen. Junge, bleib doch mal locker. Ich mach mal die Tür hier zu, ja? Ja. Damit wir wissen, dass wir dann hier runter müssen. Hm. Kommen Sie mal her. Oder ich gehe mal hier lang. Frau Doktor. Ich hab, Sackjucken. Mahlzeit. Was haben wir denn hier? Okay, das können wir alles sticken. Ansonsten ist hier nichts mehr großartig. Ja. Das kann ich alles mitnehmen. Okay. Aber nicht jetzt vorrennen. Nein, wir bleiben zusammen. Ja, ja. Weil sonst rennen wir, sonst finden wir uns gleich wieder nicht. Ja, alles gut. Okay, ich komme mal zu Ihnen. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ist aber riesig hier, ne? Ja. So, jetzt gehen wir hier lang. Mit dem Fahrstuhl kann man da auch rein. Wäre jetzt natürlich ein Witz gewesen. Sind Sie da? Ja. Dann kommen Sie mal. So, wir nehmen jetzt erst die Patientin hier. Hm. Darf ich die vorstellen? Ah, okay. Kannst du mitnehmen, ist Forschungsmaterial drin, hier in dem Beutel. Und dann trennen uns die Wege. Du gehst da rein, ich gehe hier rein. Okay. So, ich mache jetzt hier mal Visite. Oh, Frau Doktor! Was ist denn mit Ihnen? Warum schreien Sie denn so? Einmal Visite, bitte. Wie geht's uns denn heute? Hallo. Würden Sie mal bitte nicht... Kommen Sie mal vom Bett runter. Sie müssen nicht auf dem Bett stehen. Hallo, Sie können sich auch hinlegen. Kommen Sie mal runter. Einmal. Also, das geht aber nicht. Also, ich lasse ja viel durchgehen, aber das geht. So, dass du Schreihälse immer hast, ey. Ja. Hier ist was? Noch... aber nee, brauchen wir nicht. Was haben wir hier? Munition? Schön, nimm mal. Maschinenpistolen-Munition? Ja, nimm mal. Ich nehme das mal alles, wir teilen uns das gleich mal. Dann gebe ich... Aber im Krankenhaus? Was ist denn da los? Was war das für ein Krankenhaus? Das eventuell wissen wir noch nicht. Ich würde ja gerne zur Polizeiwache. Ja, das wäre schön, wenn wir wüssten, wo die ist. Guten Tag. Darf ich mal bitte Ihren Puls... Da ist ja gar keiner. Wenn wir wüssten, wo die ist, das wäre super.
Ja, aber wir sind ja jetzt erstmal im Krankenhaus, ne? Naja. Wir wollten euch ja auch mal eben mitnehmen, ne? Obwohl hier jetzt, jetzt nichts Neues jetzt ist, ne? Nicht wirklich. Waren Sie hier schon? Ich war schon alles durch. Sie sind ganz schön schnell, ne? Kann man so nicht sagen. Meinen Sie, Sie finden dann immer was, was ich nicht finden kann? Im ersten Schrank habe ich Ihnen was übergelassen. Was für ein Schrank? Hier. Da drinnen. Was haben Sie mir denn da übergelassen? Ach, so ein Waffen. Kommen Sie mal her, ich gebe Ihnen jetzt gleich erstmal Munition. Ach, brauchen Sie nicht, hab doch. Kommen Sie her, quatschen Sie nicht rum. Kommen Sie her, ich gebe Ihnen gleich erstmal Muni. Ja, was soll ich denn damit? Ja, weiß ich auch nicht. Also, das nimmt mir nur Platz weg. Kommen Sie weiter, ich höre da irgendwas. Wir gehen eine Etage tiefer. Warten Sie, Munition. Ja, ich hab doch erstmal Muni. Ich hab doch erstmal meinen Schläger. Der reicht doch erstmal. So, gehen wir mal. Oh, warten Sie mal. Sie sagen was. Schläger, warten Sie mal. Da war ein Schläger drin, neuer. Ehrlich? Ich guck mal im Inventar. Habe ich einen dabei? Nein, natürlich nicht. Oh, warten. Dann tauschen wir den, wir tauschen den eben aus. Könnte ich auch gebrauchen. Das wäre wichtig. Da habe ich jetzt den gar mal nicht eben auszutauschen. Gedacht. Sehen Sie? Ja, genau. Wir werden den mal austauschen eben schnell. Da hat ja Hoxen wieder mitgedacht hier. Oh, warten Sie mal. Aber den... Moment, den kann ich ja. Moment. Wegwerfen. Oh. Die. Warum kann ich... So, jetzt ist er weg. Und den nehmen wir jetzt wieder da rein. Und den nehmen wir jetzt... Dann haben wir den... Okay. Ich ist schon gut. Ich habe ausgetauscht. Alles gut. Ich habe jetzt einen neuen. Warum haben Sie mich eingesperrt? Was soll das? Was machen Sie denn da? Ich habe mir ein bisschen Computerteile geholt. Wir gehen jetzt eine Etage weiter runter. Ja. Ja, ich hoffe, dass wir hier auch noch mal ein Krankenhaus finden. Oh. Hallo, Frau Doktor. Aua. Wollen das? Können Sie sich mal um den jungen Mann da kümmern? Der hat. Nee, ich habe hier gerade was zu tun. Ich kann eben nicht. Entschuldigung, der hat Plattfüße. Ach, sie auch noch? Komm ja schon. Ich glaube, die ist aus dem OP. Die machen den PC eben kaputt. Dann gehe ich kurz da hinten hin. Hallo Sie! Es ist Ruhezeit. Würden Sie sich bitte wieder hinlegen? Sie sind gerade erst aus dem OP gekommen. Nein, wohl nicht. Guten Tag, Visite! Gott, Doktor, ich weiß. Ich weiß, dass Sie ein Problem damit haben, wenn ich hier mit dem Knüppel reinkomme. Aber sonst stellen Sie sich auch nicht so an, wenn ich mit dem Knüppel reinkomme. Ich verstehe das. Guten Nein. Morgen! Warum liegen Sie nicht im Bett, Herr Müller? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen Ihre inneren Verletzungen erstmal auskurieren, ja. Das hätte jetzt nicht sein müssen. So, wie sieht's denn hier aus? Ach, guck mal, Frau... Furtenwalder ist wieder unterwegs. Sollen wir schon Sport machen? Habe ich Ihnen das erlaubt? Kommen Sie mal da runter. Ja, kommen Sie mal da runter. Nee, so geht das nicht. Also wirklich nicht. Ich habe das tausendmal gesagt. Wenn Schwester Rabiatas kommt, dann gibt wieder Theater. Das reimt sie sogar. So. Schwester Rabiata macht nur Theater. Wo bist du überhaupt? Na, hier im Raum. Alle Türen zu. Hier, wo es leuchtet. So, guten Morgen. Einmal Visite. Oh, was ist das denn für eine große Kiste? Oh. Oh, ich warte mal. Die ist cool, Mann. Groß. Schmolz. Lecker Wasser. So, wo warst du denn jetzt? Hier in diesem Raum? Ich stehe auf dem Gang. Ah, du bist hier wieder raus, okay. So, dann gehen wir mal weiter. Nächste Etage. Oh. Wolltest du Treppen runtergehen? Nö, hier ist keine Treppe. Ach, dann haben wir... Und oben gab's das, glaube ich, nicht. Oh, wie sehe ich denn aus? Ja, wie immer. Ich war ganz grün. Das gesehen? Warte mal, warte mal, warte. Bist du dir sicher, dass er das oben nicht gegeben hat? Ja.
Das hätte ich ja sonst gesucht. Oh, ich kann es auch suchen. Was haben wir denn hier? Spulen! Kannst du die mitnehmen? Nein. Ich habe keinen Platz mehr. Oh, ich auch nicht. Dann lass sie liegen. Ach, das sind die Behandlungsräume. Ich wollte die aber mitnehmen. Ja, ich weiß, dass du das mitnehmen willst. Aber ich, das sind die Behandlungsräume hier. Oh, was haben wir denn hier? Oh, ein Tagebuch-Update. Ja, wie geil ist denn das bitte? Kann ich dir die Munition geben? Ja, ich habe ein Mikrofon gekriegt. Komm her, ich gebe dir mal die Munition. Komm mal her. Komm mal her, hier rein, bitte. Weil ich will unbedingt die Spulen mitnehmen. Ja, komm mal bitte hier rein. Hier ist ein Tagebuch. Wo bist du denn? Hier, bei mir. Leute, seht ihr das? Ich weiß, das ist unfassbar. Ich bin hier. Ja, du hast schon drei Räume durchgelootet. Jetzt komm her, ich gebe dir die Waffen. Ja, die Munition. Hier ist das Tagebuch-Updater. Soll ich das nehmen? Ja, klar. Tagebuch-Update. Habe ich gemacht? Okay. Okay. Koordinaten, da müssen wir hingehen. Die benötigten Gegenstände findest du im zweiten Untergeschoss. Was denn? Ja, kannst du nochmal durchlesen. So, pass auf. Ich werf dir mal eben die Munition hier hin. Alles, was ich an Munition gefunden habe. Ja, von mir aus. Boah. Hast du? Yep. Nimm die mal alle mit, bitte. Hab ich. Weil ich will jetzt die Spulen mitnehmen. Hm. Weil ich will wissen, ob man die stacken kann oder nicht. Ich hab sie. Ich hab hier nochmal Munition. Er lässt da so unter... Das sieht aus, du lässt das aus dem Popo fallen. Fällt da noch was raus? Ich finde das immer so wahnsinnig interessant, dass... Guck mal, ich kann ihn durchsuchen. Habt ihr gesehen? Ich durchsuche ihn. Mal gucken. Oh, was hat er alles in seinem Popo? Die sind ekelhaft. Kommen Sie jetzt. Die sind ekelhaft. Kommen Sie jetzt. So, ich hole jetzt eben die Spulen da raus. Ja, holen Sie Spulen da raus. Oh, Entschuldigung. Die Behandlung, wo war das denn jetzt? Die Behandlung ist vorbei. Wo war das denn jetzt mit den Spulen? Och Mann, ey, wo war das? War das hier? Ich glaube, hier war das. War das hier? Ja, hier. Ich will wissen, ob die gesteckt werden können. Hm. Deswegen will ich die auch mitnehmen. So. Was ist hier los? OP-Raum. Oh! Herr Unteroffizier. Entschuldigung. Bitte? Ja, der war hier, der hat sich versteckt hier. War ein Unteroffizier. Hm. Hier, der liegt hier. Ja. Hm. Geh mal einen Raum vorher, weil da ist. Na, brauchst du nicht. Was soll ich? Ach, da ist nur wieder so ein großer Schrank. Da hinten. Wo, oh, der hier? Ach, der da hinten. Guck mal. Hab ich. Okay. Ich brauche davon nichts mehr mitnehmen, weil ich habe in dir überlegen. Also du kannst durch die Wand leuchten. Das ist auch interessant. So, dann gehen wir mal ein weiter. Aber wir haben das mit dem Journal nicht richtig durchgelesen. Nee, ne? Wo finde ich das Journal denn? So, nochmal. Auf J. Da steht. Ach, da. Du hast die nötigen Informationen erhalten, um zu entkommen. Wir können. Das geht ja darum, um abzuhauen. Ah, okay. Ja? Dann steht hier, geh zu den Koordinaten. Ah, okay. Und im zweiten Untergeschoss findest du das alles. Ich verstehe. Es geht ja darum, dass du von dieser Insel abhauen kannst. Ja. Darum geht's ja eigentlich. Ja. Aber das wollen wir ja nicht. Kommen Sie jetzt, oder? Ja, ja. Warte mal, hier ist noch eine Tür. Ach, Treppenhaus. Dann gehen wir hier an runter. Wenn wir schon einmal hier sind, ne? Kommen Sie? Hallo? Visite! Oh, dass die wieder alle schreien müssen. Ui. Du hast hier den Kopf runtergeklatscht. Visite! Warum machst du sowas?
Meine Güte, da hat immer Angst. Er gibt doch keine Spritze. Guten Morgen. Guten Morgen. Na, schon Pipi gemacht? Dr. Hoxton? Die Frage muss lauten, hatten Sie schon Stuhlgang? Ich? Nein, ja, ich war schon. Guten Morgen. Ich habe auch alles richtig rausgehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und gestungen! Entschuldigung. Kannst du die denn jetzt spulen, stecken? Weiß ich nicht. Hast du welche gefunden? Ach so, hast du die immer noch nicht gefunden? Oh Gott. Ja, klar habe ich die gefunden, aber ich habe noch keine anderen gefunden. Hier, Munition. Hm. Komm mal bitte. Ja, ich habe schon. Ach so, warte, gleich. Hier, nimm mal die Munition. Ja, ja. Moment, gleich. Ich habe hier auch. Ja, wie gleich? Ja. Nimm die Muni hier, sonst weißt du wieder nicht, wo das war. Los, hier im Schrank hier. Hier war die Olga auch schon. Gut. Ja, guck mal, die rennt einfach vor. Ja, das ist das, was ja, ich immer gesagt habe. Ich will mich doch hier nicht ewig aufhalten. Ja, dann kümmere dich mal um die. Moin! Der hat die Zunge raus. Ja, wir gehen jetzt erstmal hier lang. Hallo! Das tut mir sehr leid. Das wollte ich nicht. Oh, das ist aber ein Fitti, oder? Der braucht 5 Schläge. Level up! So. Was ist hier los? Hallo! Guten Morgen! Was ist das denn hier? Was ist das für ein Raum? Zimmer hier. Ey, was ist das denn für ein Raum? Wo bist du? Was ist das denn hier? Warte, ich komme sofort. Die Aula? Kann das sein? Ach, ich ahne es. Ich ahne es. Pathologie. Warte, ich muss eben den Computer. Der ist in der Pathologie. Nee, da ist nicht Pathologie. Ist das? Ja, wir gucken mal, Leute. Wer schreit denn hier? Hallo? Ist das nicht ich? Ja, das ist. Muss sie das sehen? Nein, komm, das muss sie nicht sehen. Ich möchte nicht, dass du das siehst. Was denn? Das, was da drin ist. Ich möchte nicht. Nee, ich möchte. Was denn? Jetzt ist. Es ist voll eklig. Wo bist du denn? Ich möchte nicht, dass du das siehst. Was ist denn hier? Ist doch gar nichts. Ja, hier bin ich. Ihhh, ist da reingegangen. Ist doch gar nichts. Hier sind echt. Hallo! Moin! Sehr. Wer bist du denn? Darf ich mal da rein? Ach, das ist ein Ding. Da das ist hier ein. Aua! Alter, das kann doch wohl nicht wahr sein. Geh vom Stuhl runter! Hier, nehmen die Materialien. Das ist ein Dingens, ein Cardio, ein Dingensbumsgramm da. Cardio Dingensgramm? Ja, wie heißt das denn? MRT. Kernsplint. Also für mich ist das eher eine Computertomographie. Ja, Kernsplint. Nee, Computer ist anders. Komm. Oh, was ist denn hier? Ein Holovisier. Warte. Jo. Nimmst du? Nimm das mal alles mit. Ich habe keinen Platz mehr. Ich habe nur noch einen einzigen Platz. Gut, ich könnte den Schlagring jetzt wegschmeißen. Wo kommt der denn eigentlich hin? Der Schlagring. Genau, das ist eigentlich die, das ist eigentlich eine berechtigte Frage. Wo kommt der Schlagring hin? Teste ihn mal. Hä? Teste ihn mal. Jetzt ist er weg. Hm. Hab ich ihn weggeschmissen? Nee, der muss sein Inventar ein bisschen neu aufmachen, wieder zu. Oh, ich hab ihn. Ich hab ihn gerade angelegt. Ja, hau ab. Wie hau ab? Ja, nicht zu mir hier mitschlagen. Oh, hi. Oh, 2 Schläge und die ist tot, die Alte. Die Alte? Ich hab cool. Wer ist denn für sie die Alte? Ja, komm mal her. Nein, 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 nein. Bleib mal stehen. Nein, 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 nein. Bleib doch mal stehen. Nein, 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 nein. Wir gehen jetzt einen tiefer. So. Aua! Boah! Ey, du hast mir wehgetan!
Glaub das nicht, ey. Bist du hier schon drin gewesen? Mhm. Hier, den Beutel hast du auch nicht mitgenommen. Ja, der ist wahrscheinlich wieder später. Ich bin schon eine tiefer. Ja, weiß ich, dass du immer vorrennst. Sind wir schon unten? Na, du bist unten, nicht ich. Wir sind am Eingang. Wir können gleich zur Polizei. Aber, Leute. Sollen die Leute jetzt noch dabei bleiben? Ich weiß nicht, wo du bist, aber... Ich bin schon ein tiefer gegangen, aber... Ja, du bist du hier. Du bist da. Hier. Ich bin hier. Aua, hör doch mal auf. So, Leute. Wir sehen uns, wenn... Ihr braucht jetzt ja jetzt nicht weiter gucken. Wenn wir an der Polizeiwache sind. Genau, so sieht's aus. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss.